Moin zusammen, heute am Stand mit Metro Last Light und wir haben am letzten Mal bei der Schießerei geendet, wo wir auf Pavel getroffen sind. Mehr oder weniger hat er den Befehl ausgegeben, dass er schießen soll, oder dass seine Mitmenschen auf uns schießen sollen. Manchmal irritiert mich dieses Licht, ey, muss ehrlich sagen. Fuck, da ist auch einer. Nee, sogar manchmal dies ich sogar viel lieber. Alter, erstickst du hier noch fast. Du hattest deine Chance. Du hättest bei der roten Linie bleiben können. Den hätten dich aufgenommen. Seit wann hätte ich bei der roten Linie bleiben können? War denn das zur Besprechung, bitte? Aber du musstest fliehen und dann genau hierher kommen. Manchmal solltest du dein bescheuertes Hirn auch schützen. Ist mir nicht tot hier? Ich muss jetzt mal ehrlich sagen, so eine kleine taktische Höhe wieder von dir. Oder hast du gedacht, Korbut hätte dich völlig vergessen? Nicht so lange du lebst. Mistkerl! Da! Er hat das Schießen nicht verlernt, ha? Du wolltest es nicht so wie wir. Wolltest dich uns nicht anschließen. Also wirst du dir einfach ins Gras beißen müssen. Ich denke mal, der ist tot. Aber hier war noch ein Klopper einer. Seh dich, Junge, Alter. Ist auch tot. Schon mal besser mit der Munition umgehen, muss ich sagen. Nee, die Munition hat mir gereicht. Muss ich sagen. Die mir auch. Suchen wir jetzt mal ein bisschen Munition auf. Belasert den wir hier noch mich ein bisschen an. Wo ist denn hier der Typ da, der hier übelst krass gefallen ist? Ja, auch nicht so viel oder was? So, der ist auch tot. Du hast also beschlossen, hier aufzutauchen? Du hast Eier in der Hose, so viel ist sicher. Danke. Komm schon, Ranger! Töten und verstümmeln, wie du es immer machst! Oder bist du ein Angsthase? Also, Artyom, bist du ein Angsthase? Das ist anders als das Verbrennen hilfloser Mutanten. Hurensohn? Also, bist du hergekommen, um es zu Ende zu bringen, oder was? Komm schon! Komm schon, Artyom! Artyom, du bist gut? Gut, komm schon, und bring es zu Ende! Wo ist der Kunde jetzt hin? Wie lang?
Furcht und Tadel. Bubble. Was zum Teufel ist das, hä? Du lässt die Bestie auf mich los? Was für ein Held! Der Test an der Objabriskaya war erfolgreich. Das Virus tötet schnell und wird schnell inaktiv. Wenn wir genug davon bekommen, könnte die ganze Metro ausgelöscht werden. Aber zuerst müssen wir D6 einnehmen. Daher haben Sie, Genosse Morosow, nur eine Chance dafür. Der Orden hat gute Kämpfer, aber es sind zu wenige, um alle Zugangspunkte abzudecken. Unsere Späher haben einen schwach verteidigten Eingang gefunden durch den Kreml. Während Miller bei der Friedenskonferenz in der Polis ist, kann er seine Männer nicht befehligen. Ja, dann schlagen wir zu. Noch eine Woche. Dann bricht ein neues Zeitalter an. Okay. Entscheide. Hier kann er nicht lange bleiben. Ich helfe ihm das wahrscheinlich. Aktion! Ich muss sagen, ich habe ihn gerettet, weil er mich gerettet hat. Und wenn er mich auch hintergangen hat, aber. Einen Filter wollte ich ihm gerade nicht geben, muss ich sagen. So, was können wir denn jetzt mit dem machen? Ich habe jetzt, ich glaube, eine Etappe habe ich jetzt können. Zu lange. Naja, gut, Pappel, wir hören uns und sehen uns. Ich hoffe, du rächst mich nicht, weil ich dich gerettet habe, weil du hast mich gerettet, ich habe dich gerettet jetzt. Mein Gott. Wir müssen es rechtzeitig zur Polis und der Friedenskonferenz schaffen. Es wird keinen Frieden geben. Nur Krieg. Den letzten Krieg. Jetzt kenne ich die Antworten auf alle Fragen. Pavels Kopf stellte sich als wahre Schatzkammer heraus. Oh, scheiße. Ja, tut mir leid. Ich hoffe, ihr konntet jetzt auch alle nachlesen, weil ich hab's jetzt total weggedrückt, weil... Ich hab aber die weitere Taste gedrückt, der kennt mich ja. Oh mein Gott, der Garten ist ja eigentlich nicht sowas Gutes. Irgendetwas ist hier seltsam. Warte! Ist das der sogenannte Bär, der hier drin ist? Weil ich wurde schon von vielen... Aha, hab schon von vielen mitbekommen, dass so ein genannter Bär hier drin ist. Alter Schädel, was ist das für ein Vieh, ey? Och nö. Warum habe ich das Video jetzt getötet? Weil hier zwei Felder sind. Wer das jetzt nur zum Klarstellen wissen will, ich glaube, das Vieh hätte uns auch vorbeigelassen. Aber ich habe mich doch als sicher gefühlt, dass ich das Vieh töte. Und es ist gerade so laut auf den Ohren, muss ich gerade sagen. Das ist gerade wirklich schrecklich laut. Ich laufe jetzt erstmal nur weiter hier.
Ja, ich gehe ja schon, ja, okay. Alter, ich weiß gerade nicht, wo lang ich muss. Na, hier lang, okay. Ja. Ja, war das jetzt der richtige Weg oder nicht? Ja, anscheinend war das nicht der richtige Weg. Boah, Alter, wo geht's denn hier lang, ey? Wartet mal. Da hoch geht's wirklich lang? Okay. Ja, wenn du meinst. Ja. Manchmal könnte ich das Spiel verfluchen. War anscheinend den Fluss hier hoch oder was? Alter, das Vieh ist doch in der Nähe bei mir. Alter, wie viel Arznei habe ich denn noch? Klasse. In your face sage ich da nur, aber ich muss eine Schrot-Munition verfuckt nochmal aufheben. Alter, mein Kopf dröhnt gerade so sehr. Ich glaube, hier kämpfe ich. Boah, Leute. Ehrlich sagen, es ist für mich gerade hier nicht einfach, gerade das Spiel hier zu spielen, ey, muss ich ehrlich sagen. Das Vieh kommt doch sicherlich jetzt. Das sind Bären. Und das ist der Bär. Alter Schwede, da haben sich ja die Tiere mal krass mutiert. Muss ich jetzt mal ehrlich sagen. Ey Leute, ich bin sprachlos von den Vieh. Ich sage einfach jetzt nochmal, wir hören uns bei der nächsten Folge. Ich denke mal, es ist schon 15 Minuten vorbei. Wenn nicht, dann tut es mir leid, ich habe meinen Timer gerade überhaupt nicht gestellt. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns. Ahoi und Tschaußen.